bei mir bei Radio Melodie habe ich jetzt Jörn Schlönfeugt und ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer Moderationskolleginnen neidisch sind, dass ich dich da kurz vor dem Mikrofon habe. Du machst Schlager, aber ich glaube, musikalisch hast du eigentlich nicht mit Schlager angefangen, sondern eher mit modernerer Musik. Ich habe mit 11 Jahren angefangen, meine ersten Texte zu schreiben. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, das war eher so die Richtung Hip-Hop. Also habe dann aber später auch Popmusik gemacht, Rockmusik, alles mal ausprobiert. Aber meinem Herz gehört der Schlager und ich habe, glaube ich, seit meinem 18., 19. Lebensjahr so viele Schlagertexte geschrieben und dachte, du schreibst Schlager, du liebst Schlager, dann machst du jetzt auch Schlager. Nicht das, was andere von dir erwarten, sondern das, was du einfach liebst. Aber es ist relativ lang gegangen, bis du jetzt groß als Schlagersänger rausgekommen bist, oder haben wir das einfach nicht mitbekommen? Ich habe ungefähr 3 Jahre am ersten Album geschrieben, am ersten Schlageralbum. Das war eine sehr intensive Zeit. Ich habe natürlich nebenbei auch immer noch meine Beschäftigung als Schauspieler bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo ich sehr, sehr eingebunden bin. Aber ich wollte mir auch Zeit lassen. Einfach so, jetzt nehme ich mal die 12, 13, 14 Songs aus der Schublade. Ich wollte, dass es wirklich gut wird und dass man merkt, dass ich dahinter stehe. Es ist ja auch viel authentischer, wenn jemand seine Songs selber schreibt. Und ja. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich so gut angenommen werde von allen Schlagerfans. Wie hat sich denn dein Team entwickelt? Du machst also sehr vieles selber, aber wahrscheinlich nicht ganz alles, oder? Genau, ich mache natürlich nicht alles selber. Ich finde es für die Abwechslung auch ganz schön. Ich habe mit Joachim Hornberges zusammengeschrieben, also mit Knibbel. Dann war auch noch Tobias Reitz dabei, auch ein toller Songschreiber, der auch viele Songs, genauso wie Joachim, für Helene Fischer geschrieben hat. Also da bin ich schon sehr, sehr froh, habe ein tolles Team. In der Schweiz sitzt mein Produzent, das ist der Tommy Mustatsch, auch sehr bekannt, ein unglaublicher Musiker und mache jetzt auch gerade mein zweites Album mit ihm. Dann kommst du auch nicht in die Schweiz, um aufzunehmen und zu produzieren? Ich komme in die Schweiz, ins schöne Schweizerländle. Grüezi miteinander im schönen Schweizerland. Ja, das habe ich gleich gelernt, das war das Erste. Und ja, ich fühle mich da einfach wahnsinnig wohl. Ich mag die Schweizer, ich mag auch diesen Singsang, den die Schweizer in der Sprache haben. Der beruhigt mich wahnsinnig, finde eine ganz tolle Sprache, toller Dialekt. Und dann die Berge, die Natur. Gut, Zürich, da sind die Berge in der Ferne zu sehen. Aber es ist einfach, ich bin raus und in Berlin zum Beispiel, da gibt es 1000 Aufgaben von Wäsche aufhängen oder waschen bis hin bei GZSZ zu drehen. Ich brauche dann einfach meine Ruhe, wenn ich musikalisch bin. Also kennst du die Schweiz vor allem vom Studio von Zürich her und sonst nur aus den Bildern? Ich sollte auf jeden Fall noch mehr Zeit in den Schweizer Alpen verbringen. Ja, da bin ich auch dafür. Wir sollten mal das Tonstudio irgendwo auf so eine Bergalm packen. Man weiß ja nie, was alles noch kommt. Vielleicht sehen wir uns plötzlich dann in den Bergen. Man weiß ja nie. Du hast gesagt, du seist dran am zweiten Album. Genau, ich bin gerade am zweiten Album dran, habe schon ein paar Songs dafür geschrieben. Es gibt noch nicht so viel zu verraten, wir sind aber mitten dabei und ich denke, dass wir nächstes Jahr spätestens im Frühling dann mit dem zweiten Album rechnen können. Als du das erste Album rausgebracht hast mit Schlager, wie waren da die Reaktionen deiner Fans, die dich vor allem aus dem Fernsehen kennen? Das war sehr gemischt. Also andere haben gesagt, ja Mensch, schade, jetzt machst du gar keine Popmusik mehr. Aber natürlich gibt es auch auf meinem Schlageralbum Einflüsse von Popmusik, keine Frage. Und andere wiederum waren völlig aus dem Häuschen, haben gesagt, endlich machst du Schlager, so toll. Und so ein junger Mann, der sich dann dem Schlager verschreibt. Also sowas von sehr jungen Menschen zu hören. Früher hat man immer gesagt, Schlager ist was für Ältere. Stimmt überhaupt nicht. Ich höre das genauso von einer 12-Jährigen wie von einer 80-Jährigen, dass sie einfach Schlager toll finden. Und das macht mich sehr glücklich. Du hast auch gesagt, du seist recht gut aufgenommen worden in Schlagerkreisen. Ja, also es war Wahnsinn. Ich wurde sehr viel gespielt für eine Radiostation oder werde sehr viel gespielt für eine Radiostation. Mit Alle deine Küsse, das war mein erster Song. Da bin ich bei Florian Silbereisen aufgetreten und auch mit meinem zweiten Lied für Immer und Ewig. Also es ist einfach alles toll und es darf so weitergehen. Keine Probleme, Zeitprobleme zwischen Schauspielerei und Singerei? Und DJ machst du ja auch noch.
Ja, ich bin wirklich viel unterwegs, gut recherchiert. Aber weil es mir einfach Spaß macht. Die Wochenenden sind für mich also komplett musikalisch, egal ob ich auflege, Autogrammstunden mache oder Schlagerauftritte habe. Das ist einfach meine Welt, dass ich am Wochenende so abtauchen kann. Dann mache ich was ganz anderes. Dann habe ich neue Energie für gute Zeiten, schlechte Zeiten, habe einen neuen Input. Und ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich das eine oder andere einstampfe für das eine oder andere. Braucht beides irgendwo. Wenn man mehr von dir erfahren möchte, auf deiner Webseite findet man relativ viel. Genau, man kann mich auf meiner Webseite besuchen, www.jörnschönfug.de. Da wiederum ist ein Link für Facebook. Auf Facebook bin ich aktiv, auf Instagram. Ich arbeite gerade an meinem ersten YouTube-Kanal und werde vielleicht dann so, ja, einer der wenigen Schlager-Neulinge sein, die auch einen YouTube-Kanal haben. Da bin ich sehr stolz drauf. Da freuen wir uns drauf und wünschen dir alles Gute und hoffen, wir sehen dich häufiger und hören dich natürlich noch häufiger. Danke vielmals. Danke fürs Interview. Tschüss.